das ist die Howland Family Chart. Das habe ich fotografiert bei den Mormonen. Die sind sehr bekannt dafür, dass die die Genealogie der ganzen Welt im Griff haben. Und als ich da war, war George Bush Jr. gerade Präsident geworden. Und so hatten sie auf der einen Wand seine Genealogie da auseinandergelegt. Und da ist sie und wo sie alle herkommen und wer mit ihm verwandt ist. Und das kommt alles von der Howland-Familie, das ist eine Familie. Und das kann ja nicht wahr sein. Wer ist denn hier alles Mitglied dieser Familie? Joseph Earl, Joseph Smith, das ist der Gründer der Mormonenbewegung. Und die Mormonen haben die gleichen Armdrücke, die gleichen Geheimnisse wie die Freimaurer und. Naja, so nebenbei immer Hell seine Frau. Ach, nein, das kann doch nicht wahr sein. Winston Churchill, das ist der Premier von England gewesen, der ist von der gleichen Familie. Und dann Präsident Roosevelt ist von der gleichen Familie und Richard Nixon ist von der gleichen Familie. Und Gerald Ford ist von der gleichen Familie und George Bush Senior und George Bush Junior sind alle von der gleichen Familie. Das ist ein mega Zufall. Die sind also alle verwandt. Sind sie vielleicht Prinzen? Ist es möglich? Ist es möglich? Hier sind die Werke von Burke's Peerage und Baronetage und Burke's Landed Gentry. Das sind die offiziellen Genealogieschriften in der Welt, die aufzeichnen, wer gehört zu königlichen Familien. Das ist nicht irgendwo ein Blatt, wo einer denkt, der kann hier rumspielen. Das ist offiziell. Und was sagen diese Leute? Die studieren die Genealogie und Stammbäume von wichtigen Persönlichkeiten und Aristokraten, Bibel so genannt. Das ist die Bibel der Aristokratie der Welt. Und da steht geschrieben, Bush ist mit jedem europäischen Monarchen, ob auf dem Thron oder nicht, eng verwandt. Heißt das, die anderen Präsidenten sind dann auch verwandt, ja oder nein? Natürlich, sie kommen aus der gleichen Familie. Al Gore, Stammbaum geht auf Karl den Großen zurück. Drei Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Edward I. von England zurück. Ist Al Gore dann auch ein Prinz, ja oder nein? Ein buchstäblicher Prinz, ja oder nein? Absolut. Bill Clinton kam in die Welt als William Jefferson Blythe, nahm als Teenager jedoch den Namen seines Stiefvaters an. Clintons Vorfahren, mütterlicherseits, können bis zu König Henry III. Zurückverfolgt werden, der England von 1227 bis 1272 regierte. Er ist ein Nachkommen des französischen Königs Robert I. Ist er Prinz Bill Clinton, ja oder nein? Absolut. Ja, wie weit geht denn das? Europäischem Adel verwandte Präsidenten. Und mit wem fängt das an? Das fängt an mit George Washington. Faszinierend. George Washington war der erste Präsident, der den Eckstein legte vom Kapitolgebäude. Und wie hat er den gelegt? Freimaurerisch. Mit Freimaureranzug. Eine Geheimorganisation. Jetzt, das ist nicht Verschwörung, sondern rein Geschichte. Und auf diesem Stein sind die Freimaurer Merkmale. Und seit diesem Präsidenten, merkwürdigerweise, war jeder Präsident königlicher Abstammung. Und hier sind die Verwandtschaften. George Washington, Nachkommen Edwards III. Von England. Thomas Jefferson, Edward III. James Madison, Edward I. John Quincy, Edward III. William Heinrich Harrison und so gehen wir durch. William Taft, Nachkomme von Edward I., Waring Harding, Edeltraud von England, Calvin Coolidge, Hoover, Roosevelt, Ford, Bush. Was von den Modernen? Wie steht's denn da? Was, wenn dieser Mann Präsident geworden wäre? Er hatte ja eine Chance. Sein Name war
Kein. Berks Peerage London, jede Präsidentenwahl in Amerika seit George Washington im Jahre 1789 bis zu Bill Clinton ist von den Kandidaten mit den meisten britischen oder französischen königlichen Genen gewonnen worden. So nebenbei, das englische Königshaus hat das deutsches Blut in sich, ja oder nein? Absolut, Königin Victoria ist verwandt an alle anderen Könige in dem ganzen Europa. Und auf ihrem Sterbebett konnte sie nur Deutsch reden, weil sie war Deutsche. Von den 42 Präsidenten bis Clinton waren 33 mit zwei Personen an der Wand. Alfred der Große, König von England, und Karl der Große. Und so geht es weiter. Die Kontinente sind immer von denselben britischen und europäischen Königsfamilien besessen und regiert worden und denen Geschichtsbücher schreiben, sie seien in den sogenannten Unabhängigkeitskriegen besiegt worden. Gab es überhaupt so eine Unabhängigkeit? Telegraph, CO, UK, jetzt. McCain und Obama haben gleichen königlichen Stammbaum. Bitte. Ist doch ein schwarzer Präsident. Der hat einen königlichen europäischen Stammbaum? Ja, von Mutters Seite. 14. Januar 2008, John McCain, der republikanische Präsident, Anwärter, und Barack Obama, sein demokratischer Rivale, stammen angeblich beide vom selben schottischen König ab. Nachforschung eines amerikanischen Genealogen. Naja, interessant. Noch eins. Obama kann auf mindestens zwei königliche Vorfahren verweisen. Wilhelm I., dem Löwe, König von Schottland, und Heinrich II. Von England. Er ist mit mindestens sechs US-Präsidenten verwandt. Jimmy Carter ist sein vierter Cousin, Harry Truman, siebter Cousin, zweiten Grades, zwei George Bushes, zehnter Cousin, Woodrow Wilson, James Madison. Und er hat gesagt, und ihr könnt es euch ansehen, wenn ihr es wollt, ihr könnt seine Speech anhören, wo er sie gegeben hat, geht mal nach YouTube und sucht Obama und sucht Cousin von Dick Cheney, und da werdet ihr sehen, er ist der Cousin von Dick Cheney, und er hat selber gesagt, mein Cousin im Weißen Haus, hat er gesagt. Könnt ihr euch selber anhören, ich habe es gehört. Catholic News Service, katholische Kirche, Vatikanstadt, Papst gratuliert Obama. Papst Benedikt hat Barack Obama nach seinem Wahlsieg am 5. November eine persönliche Botschaft gesandt, in der er ihm gratuliert und Obama sowie das Volk der Vereinigten Staaten in seine Gebete einschließt. Jesuitenpater Federico Lombardi, Sprecher des Vatikans. Ja, faszinierend. Geschichte ist mehr interessant als Verschwörung. Sagte, weil die Botschaft an Obama persönlich gerichtet sei, wolle der Vatikan den vollen Wortlaut nicht veröffentlichen. Er versicherte ihm seiner Gebete, Gott möge ihm seiner großen Verantwortung für sein Land und die internationale Gemeinschaft helfen, sagte Pater Lombardi. Faszinierend. Der Papst betete außerdem, dass Gottes Segen ihn durch und das amerikanische Volk erhält, sodass sie mit allem Menschen guten Willens eine Welt des Friedens, der Solidarität und Gerechtigkeit bauen könnten, sagte der Sprecher. Der erste amerikanische Präsident, der offiziell vom Papst gesegnet wird. Faszinierend, ne? Faszinierend. Ich liebe Geschichte. Ich liebe Geschichte. Der höchst ehrenswerte Orden des Bades. Wir brauchen ja nicht wieder alles durchstudieren. Und welche Amerikaner sind in letzter Zeit von Großbritannien geehrt worden? Jetzt ist das Großbritannien oder ist es die Krone, die sie ehrt? Es ist die Krone. Und wem gehört die Krone? Die Krone gehört den Templern. Und wem gehören die Templern? Die Templer gehören dem Papst. Der Bürgermeister von New York, der ist verehrt worden. Steven Spielberg, er ist Ehrenritterkommandeur. Was machen denn diese Filmmagnaten für den Papst, dass sie so geehrt werden? Die ehemaligen Präsidenten George Bush, Ronald Reagan,
Die Generäle Norman Schwarzkopf und Colin Powell. Meine Güte, das ist ja spannend. Kaspar Weinberger, ach, das ist ja faszinierend. Naja, sowie die New Yorker Polizeidirektor Bernard Kerik, New Yorker Feuerwehrdirektor Thomas von Essen, die sind alle Mitglied dieses Ordens. Jetzt, bevor wir zu dem Kronentempel gehen, unter der Herrschaft des Geheimnisses Babylon, denke ich, machen wir jetzt eine Pause und kommen wir zurück zu der nächsten Episode nach einer Verschnaufe. Now that we know Vice President Dick Cheney and Senator Barack Obama are distant cousins, the New York Post decided to check into the genealogy of President Bush, and his family tree has people talking. Early Show national correspondent Tracy Smith has the story of George W. Bush's many relations. My honor to bring to you the 41st president, a great dad, George H.W. Bush. We all know his father, but what about his cousins? Check out this family tree, done with research by Ancestry.com. What would you say if I told you he's related to all of those people? Is you wrong? Oh, no, I'm not. Let me take you through this, branch by branch. The 101st Airborne Division, Air Assault. Vice President Dick Cheney, the man who's only a heartbeat away from the presidency, is actually a blood relation. He's President Bush's ninth cousin once removed. Cheney's cousin Barack Obama is also Bush's 11th cousin and the ninth cousin of Brad Pitt. But we're only just getting started. President Lincoln was President Bush's 7th cousin 5 times removed, and Bush shared more than just a ballot with John Kerry. That's right, their 9th cousins twice removed. Really? What do you think of that? Yeah, they have the same chin. There's also royalty in the Bush bloodline. Princess Diana was Bush's 11th cousin twice removed. And then there's this bombshell. Happy birthday, Mr. President. Sure, she may have been singing to JFK, but what about GWB? He is, after all, her 9th cousin, 3 times removed. Maybe it's the eyebrows. You think the eyebrows? They have the same eyebrows? He's also related to Playboy founder Hugh Hefner, even Pocahontas, and Vlad the Impaler. Trace the family tree far enough, and you get Madonna, Celine Dion, and Tom Hanks. My mom always said, life was like a box of chocolates. After all, genealogy can sometimes be like a box of chocolates. You never know who you're gonna get. For The Early Show, Tracy Smith, no relation to George Bush that I know of, CBS News, New York. And of course, Barack Obama has said he doesn't think he and Cheney are kissing cousins, but Brad Pitt says, if it's true, he's in great company. Inzest wurde von den antiken Königshäusern praktiziert. Mütter heirateten Söhne und Brüder heirateten Schwestern, um die Macht und das Geld innerhalb der Familie zu behalten. Wie ihre pharaonischen Vorfahren, so hat auch die britische Monarchie eine lange Geschichte der inzestuösen Inzucht. Die zwei antagonistischen Seiten werden von zwei verschiedenen und altertümlichen Blutlinien geführt. Die eine Seite, die zurzeit unseren Planeten beherrscht, und die andere einzigartige Seite, welche wir euch bald vorstellen werden. Die erste Blutlinie ist von diesen königlichen, elitären Familien und lässt sich bis zu ihren pharaonischen Abstammungen zurückverfolgen. Komplette königliche Familien des antiken Ägypten. Weißt du, was mit den Pharaonen passiert ist? Sie waren die globale Macht und beherrschten die Welt von Ägypten aus. Aber was war danach? Sind sie einfach verschwunden? Sie zogen von Ägypten nach Europa. Diese Blutlinie hat sich dort niedergelassen und ihre globale Herrschaft dort durch das Heilige Römische Reich erreicht. Die gleiche Familie fing dann an, sich um Europa zu verteilen. Aber wenn es um die Heirat ging, blieben sie immer in der Familie. Der Grund, wieso Mitglieder eines Königtums nur andere Mitglieder von Königtümern heiraten, ist, um diese üble Blutlinie zu erhalten. Diese Blutlinie hat dann ihre globale Herrschaft in Großbritannien errichtet. Windsor ist nicht der echte Name der herrschenden Familie von Großbritannien. Dieser Name ist kürzlich hinzugefügt worden, um ihre wahre Abstammung und Blutlinie zu verbergen.
Für Jahrhunderte von Britannien aus herrschend, versicherte diese Blutlinie, das meiste aus der neuen Welt rauszuholen. Und langsam aber sicher errichteten sie ihre globale Herrschaft in Washington D.C. Eine Familie, eine Blutlinie, eine Herrschaft. Manchmal ist die Wahrheit schräger als die Fiktion. Ein Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt, findet sich tatsächlich eine Blutverwandtschaft. Er ist des Präsidenten 9. Großcousin. Cheneys Cousin Barack Obama ist auch Bush sein 11. Cousin. Lincoln war Bush 7. Cousin, fünffach entfernt. Und Bush hat mehr als nur einen Wahlgang mit John Kerry gemeinsam geführt. Das ist richtig, sie sind nämlich 9. zweifach Cousins. Verfolgt man den Stammbaum weiter, dann findet man Madonna, Celine Dion und Tom Hanks. Christine, hast du gehört, dass Politiker ein merkwürdiges Gespann bilden? Offensichtlich machen sich Politiker auch für seltsame Verwandtschaften schuldig. Dank der neuen England-historische genealogische Gesellschaft wissen wir, dass die Präsidentschaftskandidaten mit einer Menge von berühmten und historischen Figuren verwandt sind. Widmet in die Premiere-Kampagne. Ich war gegen diesen Krieg. Aber wussten Sie, dass Sie Familienangehörige sind? Obama ist entfernt mit 6 Präsidenten verwandt. George W. und George H.W. Bush, Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry S. Truman und James Madison. Obamas Familienstammbaum beinhaltet auch Winston Churchill und General Robert Lee. Er ist auch verwandt mit Jack Kerouac und die Frau von Prinz Charles von England. John McCains Ahnen waren schwerer zu erforschen, aber es ist bekannt, dass er der 6. Cousin von Laura Bush ist. Meine Freunde, diese Blutlinien sind einzigartig und sie nehmen Genetik sehr ernst. Das ist die satanische, pharaonische Blutlinie, das die Welt durch die Geschichte hinweg beherrscht hat. Du nennst sie die Elite. Feuer des Schicksalsberges schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. In diesen Ring floss seine Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Eine Blutlinie, um über sie alle zu herrschen. Die römische Armee braucht dich. Ich will dich für die US-Armee. Weißt du, wer zusammen mit den zionistischen Bankiersfamilien Hitler unterstützt hat? Weißt du, wer der Autor des modernen Satanismus ist? Sein Spitzname ist der meistübelste Mensch des Jahrhunderts. Aber weißt du, wen Alistair gezeugt hat? Das waren die Fundamente, welche diese Familie erschuf. You helped our nation celebrate its bicentennial in 1976. Sie gab mir einen Blick, den nur eine Mutter ihrem Kind geben kann. That only a mother could give a child.
Sie sind ein Netzwerk von inzestuösen Blutlinien. Wie ich sie nenne und sie sich selbst nennen, die Illuminati, welches von Illuminiert, die Erleuchteten kommt, kamen aus der Geschichte. Und als die Leute anfingen, die Diktaturen abzulehnen, wurden sie zu Leuten, die das System unterliefen. Es dreht sich alles um Genetik für diese Leute. Sie sind wie Pferdezüchter. Diana hatte sich selbst die Zuchtstute der Windsors genannt, da sie in dieses Netzwerk gebracht wurde, um die Wirtin für die Geburt von William zu werden. Du schaust dir die Leute von Bush an und sie schauen aus wie du und ich. Das Schlüsselelement ist das, was außerhalb unserer Wahrnehmung passiert. Das ist, was die Illuminati-Blutlinien wirklich sind. Sie sind Wirte für andere dimensionale Wesen, damit sie unsere Realität manipulieren können. Um es zu verstehen, musst du so viele verschiedene Themen recherchieren und dann die Fäden zusammenbringen, bevor du sagst, wow, darum geht's also. So, wenn du an die Geschichte von Diana zurückdenkst, es geht nicht nur darum, was heute passiert, sondern auch, was 1997 passierte. Und auch darum, was damals in Orten wie Babylon passierte. Die Gottheit Diana war eine altertümliche Göttin. Und ihr anderer Name war der der babylonischen Gottkönigin Semiramis, die Gottheit der Illuminati. Und einer ihrer Gruppen hat Diana angebetet und für sie Rituale durchgeführt. Und dies waren die Merowinger. Die Merowinger sind einer der, wenn nicht die wichtigste Blutlinie im ganzen Illuminati-Netzwerk. Um die Blutlinien zu bewahren, musst du die Wichtigkeit von arrangierten Heiraten begreifen. Innerhalb der Blutlinien gründet die Führerschaft auf der mythischen Abstammung und angeblichen Reinheit des Blutes. Deswegen heiraten die königlichen Eliten unter ihresgleichen in dem Bemühen, das Blut zu beschützen und untereinander für die bessere Genetik wettzueifern. Die britische Königsfamilie ist eine der Illuminati-Blutlinien. Für diese Personen ist alles eine Frage der Genetik. Sie sind wie Pferdezüchter. Diana nannte sich buchstäblich eine Zuchtstute der Windsors. Sie wurde lediglich genommen, um William zu gebären. Und was passiert, wenn du nicht innerhalb der Familie bleibst? Sie planen einen Unfall in meinem Auto. Ein Vertrauter sagte mir, dass die Leute, die nicht den dunklen kultischen Netzwerken dienten, welche nicht nur Britannien, aber in nächster Zeit die gesamte Welt kontrollieren, sie warnten und berichteten, dass sie in Gefahr wäre. Barry Manacki war Dianas persönlicher Sicherheitsoffizier. Ein Dokumentarfilm aus den USA berichtete, dass Diana und Barry sich geliebt hätten. Kurz nach der Ausstrahlung starb Barry Manacki an einem Autounfall. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass Prinzessin Diana nicht zu diesen dunklen Eliten hineinpasste. Da sie ihr Leben dem Guten widmete, fühlte sie sich zunehmend fehl am Platz und unwohl bei den Windsors. Nach Barry kam eine andere Person außerhalb der Blutlinie. Aber diesmal wurde eine finale Entscheidung getroffen. Und so wurde noch einer unserer Helden ermordet. Die Göttin Diana war auch bekannt als Königin Semiramis. Die Gruppe von Leuten, die Diana die Göttin angebetet haben und ihr zu Ehren Rituale durchführten, nannten sich die Merowinger. Die Merowinger sind einer der, wenn nicht die Hauptlinie des ganzen Illuminati-Netzwerks. Einige Merowinger-Könige waren Mitglieder der Tempelritter und praktizierten kabbalistische Rituale. Die merowingische Blutlinie ist einer der führenden Blutlinien unserer Geschichte. Die Merowinger-Dynastie zusammen mit anderen luziferianischen Orden erschufen die elitären Blutlinien der Illuminati.
Die hochrangigen Initiatoren und Führer befolgten strikte Rituale, die es ihnen möglich machte, in eine Vereinigung mit Satan zu treten. Wie vorher erwähnt, basierte ihre Erleuchtung auf dimensionsübergreifender Kommunikation. Luzifers erleuchtete Gruppe haben lange geplant und hatten Erfolg, ihre dämonischen Ziele zu erreichen, um den Sohn der Dunkelheit, den Antichrist, bald erstehen zu lassen. Was kannst du sehen, Neo? Es ist seltsam, der Code ist irgendwie anders. Ist er chiffriert? Möglich. Ist das gut für uns oder schlecht für uns? Es sieht so aus, als wäre jede Etage mit Sprengstoff versehen. Schlecht für uns. Es geht los. Fischen-CD? Ja, wir sind hier, um mit dem Merowinger zu sprechen. Ah, natürlich. Er hat Sie bereits erwartet. Folgen Sie mir. Ist er ja endlich. Neo, der auserwählte persönlich, richtig? Und der legendäre Morpheus. Und Trinity natürlich, Sibel, Kämpfe, Souffrier. Ich habe viel von Ihnen gehört, eine Ehre. Bitte setzen Sie sich. Das ist meine Frau Persephone. Etwas zu essen? Zu trinken? Natürlich sind solche Dinge künstlich, wie so vieles hier, um des äußeren Anscheins willen. Nein, danke. Ja, natürlich. Wer hat Zeit? Wer hat Zeit? Aber wenn wir uns niemals die Zeit nehmen, wie können wir dann jemals Zeit haben? Interessanterweise wird der Merowinger immer von zwei transdimensionalen gestaltwandlerischen Wesen begleitet. Wie die Illuminati behauptet auch er, ein Informationshändler zu sein. Wie du weißt, haben sie Kenntnis von geheimem Wissen. Sie versuchen, alle Medien und Informationszentren zu beherrschen, sodass wir nur die Information erhalten, die sie uns geben wollen. Sie wissen, wieso wir hier sind. Ich handle mit Informationen. Ich weiß, so viel ich kann. Die Frage ist, wissen Sie, wieso Sie hier sind? These spiritual beings have been ruling this planet through very specific bloodlines who long ago swore allegiance to these beings in exchange for wealth and power over the human race. In preparing the whole world for the ultimate spiritual deception, these evil entities have planned. These bloodlines are literally able to be traced by genealogists all the way back to ancient Sumer and Babylonia. And these human familiars, or pets, of the demonic angels have worshipped Satan and his minions under many forms from the time of Sumer right up to our present day. So there were new beings planted in the garden. Primarily, they had been created to function as sources of food for the collection of gods that had been possessed by evil. Secondarily, they were to be used as physical vessels to be possessed by the gods. Many of the United States presidents have blood relations with each other. The Bush lineage has blood ties to a great number of former presidents. George Washington, Millard Fillmore, Franklin Pierce, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Rutherford Hayes, James Garfield, Grover Cleveland, Teddy Roosevelt, William Taft, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Richard Nixon, and Gerald Ford. Michael Tsarion points out in his work that Bush is closely related to every European monarch on and off the throne, and has kinship with every member of Britain's royal family. Bush's family tree can be documented as far back as the early 15th century. He has a direct descent from Henry III and from Henry VIII's sister Mary Tudor. He is also descended from Charles II of England. And we also find that George W. Bush is a direct descendant of Godfrey de Bouillon,
Godfrey was the first king of Jerusalem after he recaptured it from the Saracens, which was the name for the Islamic faith during the Middle Ages. It is interesting to note that the current occupation of the United States in the Middle East was re-established by the same family, George Bush Sr. in 1991, and again by George Bush Jr. in 2003. George Bush Jr. is then found to be a cousin to both opposing candidates of his two terms in office, Al Gore and John Kerry. Democratic President Barack Obama also has blood ties with George W. Bush, as well as Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry Truman, James Madison, and the British Prime Minister Sir Winston Churchill. On the opposing side of the 2008 presidential ballot, John McCain is descended from Robert the Bruce, King William I of Scotland, and also Godfrey de Bouillon.